war nicht die Religion bei Allah, ist der Islam. Und das war die einzige Religion, die immer bei Allah Azza wa Jal den Menschen offenbart wurde. Diese Religion war immer die einzige Religion. Es war die Religion von Moses, es war die Religion von Abraham, es war die Religion von Jesus und von allen anderen Propheten. Und das unterscheidet uns von den anderen Religionsanhängern, dass wir an alle Propheten glauben. لا نفرق بين أحد منهم. Wir machen keinen Unterschied zwischen den Propheten. Bedeutet, wir wissen, es sind alles Propheten von wem? Von Allah subhanahu wa ta'ala. Wir machen keinen Unterschied zu ihnen. Wir wissen, dass andere Religionsanhänger das nicht machen, aber das unterscheidet uns gravierend von ihnen, dass wir alle Propheten lieben. Und wer Jesus beleidigt, der hat die Muslime beleidigt. Wer Moses beleidigt, der hat die Muslime beleidigt. Wer Abraham beleidigt, er hat die Muslime beleidigt. Und wer Muhammad sallallahu alaihi wasallam beleidigt, er hat die Muslime beleidigt. Denn wir lieben jeden Propheten mehr als uns selbst. Und das ist die Religion des Islam. Und es ist eine barmherzige, eine wahre, eine wahrhaftige Religion, der jeder sich anschließen sollte, wenn er sich am Tage der Auferstehung vom Höllenfeuer retten möchte. Wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَ فَلَا Und derjenige, der am Tage der Auferstehung mit etwas anderem zurückkehrt als mit dem Islam, derjenige, der eine andere Religion begehrt als die des Islam, das bedeutet alles außer dem Islam, wenn man damit zurückkehrt zu Allah subhanahu wa ta'ala am Tage der Auferstehung, so wird es von Allah azza wa jal nicht angenommen werden. Klare Worte von einem Schöpfer, der diese Sache uns klar gemacht hat, liebe Geschwister, so dass keiner am Tage der Auferstehung kommen kann und sagen, ich habe das etwas falsch verstanden. Derjenige, der eine andere Religion begehrt als die des Islam, es wird nicht von ihm angenommen werden und am Tage der Auferstehung gehört er zu den Verlierern. Möge Allah Azza wa Jal uns unter den Gewinnern schreiben. Möge Allah Azza wa Jal die Menschen zum Islam rechtleiten, zu der einzig wahren Religion, liebe Geschwister.